Auf den Fluren des Landtags in Magdeburg gab es heute ein beherrschendes Thema. Wie kann es sein, dass möglicherweise hunderte Strafverfahren wegen Kinderpornografie zu platzen drohen, weil die Auswertung der Datenflut auf Computern oder auf DVD zu lange dauert und Deutschlands wohl bekanntester Kinderpornojäger Peter Vogt deswegen frustriert seinen Hut nehmen will? 10 Experten des Magdeburger Landeskriminalamts durchsuchen täglich Computer nach Kinderpornografie, doch sie kommen nicht nach. Zig Millionen Dateien blieben über Monate liegen. Nun drohen allein in einem Amtsgerichtsbezirk 135 Kinderpornoverfahren zu platzen. Der Grund, die Verfahren dauern zu lange. Für die Opposition im Landtag ein Skandal. Ich finde das katastrophal, dass sowas passieren kann in Sachsen-Anhalt. Aber es zeigt die Situation bei uns in der Polizei. Staatsanwalt Peter Vogt ist einer der deutschlandweit erfolgreichsten Kinderpornofahnder. Er will nun sein Amt niederlegen und spricht von unhaltbaren Zuständen. Wegen Personalmangels könnte die Polizei Beweise nicht fristgerecht auswerten. In der Kritik die Justizministerin und der Innenminister. Die Missstände seien seit rund einem Jahr bekannt. Nun will das Land den Schaden begrenzen, aber ohne mehr Geld für Personal und Ausstattung. Da müssen die entsprechenden Verantwortlichen sich zusammensetzen und das gemeinsam lösen. Immer nur nach mehr Geld zu rufen, ist die nahezu billigste Lösung. Das Problem riesiger Datenmengen wird immer größer, auch bei Wirtschaftsstrafsachen oder Umweltvergehen. Doch der Polizei fehlt dafür offenbar bundesweit Technik und Personal. Die Politik muss hier auf alle Fälle umdenken. Sie muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Polizei mit dem gegenwärtigen Personal nicht mehr in der Lage ist, die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Die Fahnder hoffen nun, dass das Aufgeben eines Chefermittlers als Hilferuf verstanden wird und zu einem Umdenken führt.